Der Großstädte lässt allzu leicht vergessen, dass inmitten des pulsierenden Lebens unzählige Kinder aufwachsen. Die körperliche und seelische Entwicklung dieser Kinder ist Reizen und Belastungen ausgesetzt, wie sie vor wenigen Jahrzehnten noch unbekannt waren. Eltern, Lehrer, Ärzte und Städteplaner stehen damit vor Problemen, deren Lösung keinen Aufschub duldet. Ärzte, Psychologen und Soziologen haben die Einflüsse der Stadt auf die Kinder untersucht. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Welt der Erwachsenen die Kinder lückenlos umschließt und ständig überfordert. Raffiniertes Wecken kindlicher Wünsche. Hass und Nervosität, der unaufhörliche Lärm des Verkehrs und teilnahmslose Erwachsene. Das sind nur einige der täglich sich wiederholenden Eindrücke vieler Großstadtkinder. Der meisten auf der Straße oder auf engen Höfen. Hier führen Platzmangel und das unvermeidliche Nebeneinander von größeren und kleineren Kindern, von Jungen und Mädchen häufig zu Zank und Streit. Raufereien sind an der Tagesordnung und den Erwachsenen ein ständiges Ärgernis. Von Spielplätzen ist eine der dringendsten Aufgaben der Städte. Auch auf diesem Gebiet wurde eine kontinuierliche Entwicklung auf lange Zeit durch den Krieg und seine verheerenden Folgen unterbrochen. Beim Wiederaufbau verringerten sich in den Zentren der Städte die Baulücken sehr rasch. Auch der kleinste Spielplatz konnte nur gegen den Widerstand anderer Interessen freigehalten werden. Für die 2- und 3-Jährigen genügt noch ein Sandkasten. Ungestört werden sie aber nur dann sein, wenn die größeren Kinder einen eigenen Platz zum Spielen finden. Den älteren Schulkindern, besonders den Jungen, widmeten wir unsere besondere Aufmerksamkeit.
Im Werkunterricht einer Schulklasse entstand schließlich das Modell eines Spielplatzes, der in seiner Größe und in seiner zentralen Lage unseren Wünschen entsprach. Seine Form und Weite gestatteten es, eine Anzahl von Spielecken so anzulegen, dass die dort beschäftigten Kinder weder andere Gruppen störten, noch selbst gestört wurden. Ausgehend von unseren Überlegungen und Erfahrungen leiteten eine Architektin und ein Lehrer eine Gruppe von Jungen bei den Arbeiten am Modell. Mit uns und wir meine ich eine Gemeinschaft von Eltern, Architekten, Lehrern und Ärzten. Unser Ziel ist es, für die Einrichtung von Spielplätzen zu wirken, um den Großstadtkindern ein ungebundenes und gefahrloses Spielen zu ermöglichen, das für ihre gesunde Entwicklung unentbehrlich ist. Dieses Modell zeigte, wie man einen großen Platz einrichtet. Erforderlich sind ein festes Haus mit Abstell- und Toilettenräumen, ein großer Sandkasten, Roller- und Rollschuhbahn und verschiedene Spielgeräte. Hierbei bevorzugen wir natürliches Material wie Holz und Tauwerk und stellen die Kinder lieber vor ein Wagnis, als dass wir sie zur Passivität verführen. Unentbehrlich ist schließlich eine weite Rasenfläche für Ball- und Laufspiele der größeren Kinder. Auf diesem großen, noch nicht wieder bebauten Gelände, in einem dicht bewohnten Stadtviertel, sollte unser Modell in die Wirklichkeit übertragen werden. Wo Trümmerreste die Kinder gefährdeten, würden nach unseren Plänen eine Kletterwand und eine Rollerbahn entstehen. Der bereits provisorisch als Spielplatz hergerichtete Teil sollte mit dem Trümmergelände zu einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern verbunden werden. Fachleute schätzten die Kosten auf etwa 90.000 Mark. Wir ließen uns dennoch nicht entmutigen und veranstalteten zunächst eine Lotterie. Dieser Spenden und der Hilfe einiger Kindergruppen reichte das Ergebnis bei weitem nicht aus, um die Anlage zu finanzieren. Der Spielplatz rückte in weite Ferne. Die Kinder spielten weiterhin irgendwo inmitten der Stadt. Und nur sehr langsam, viel mühseliger als wir dachten, konnten wir den Plan eines großen Spielplatzes verwirklichen. Als wir schließlich ein gewisses Startkapital zusammengebracht hatten, wandten wir uns an Stadt und Land, die beide unser Vorhaben unterstützten und mit uns gemeinsam zu Ende führten.
unbelastet von den Sorgen, die wir uns ihretwegen machten, organisierten indes ein paar Jungen am Hafen eine kleine Schiffsschraube, die entweder für das eigene Boot oder auch für den Schrotthändler bestimmt war. Ziemlich genau 2 Jahre später, als wir geplant hatten, wurde unser Platz endlich fertig. Die Stadtväter mussten noch einmal in ihren Säckel greifen, das Land fand sich zu einer weiteren Hilfe bereit, eine Reihe von Firmen trug mit Sachleistungen bei und viele kleine Einzelspenden rundeten die erforderliche Summe ab. Die kleinen Kinder bekamen ihren Sandkasten. Rollerbahn, Klettergeräte, Ballwände und Rollschuhbahn waren erst einmal vorhanden, auch ein Haus mit überdachtem Spielplatz. Noch immer waren viele Wünsche offen, aber der Platz war geschaffen und die Kinder ergriffen sofort Besitz von ihm. Ja.
Fertigstellung des Platzes bedeutet keinen Abschluss, sondern den Beginn neuer Arbeiten. Durch sorgfältige Beobachtungen werden jetzt Erfahrungen über die Eignung und Haltbarkeit der Spielgeräte und die Aufgliederung des Platzes gesammelt. Die Ergebnisse sind zugleich Anregungen für die Anlage neuer Spielplätze, die dringend benötigt werden, um die Spielraumnot der Großstadtkinder zu überwinden.